Der scheidende Vizekanzler und Wissenschafts- und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hat ja letzte Woche seinen Rücktritt angekündigt. Er hat sich aber auf mein Ersuchen hin bereit erklärt, seine Geschäfte so lange fortzuführen, bis die Nachfolge geklärt ist. Das ist mit heutigem Tage der Fall. Ausdrücklich möchte ich Reinhold Mitterlehner für sein Entgegenkommen danken. Es kommt nun also zu einer Regierungsumbildung und im Gefolge der Ereignisse der letzten Tage zu vorzeitigen Neuwahlen. Der Termin am 15. Oktober beruht auf einer Einigung aller 6 im Parlament vertretenen Parteien bzw. Fraktionen. Ich kann bis zu einem gewissen Grad natürlich nachvollziehen, dass es für beide bisherigen Koalitionspartner jetzt nicht einfach ist, bis zum Wahltag weiterzuarbeiten, als ob nichts geschehen wäre. Aber dennoch erwartet sich, glaube ich, die Bevölkerung und ich selbst, dass die amtierende Regierung bis zum Wahltermin ihre Amtsgeschäfte und ihre Aufgaben wahrnimmt. Gemäß Artikel 74 Absatz 3 des Bundesverfassungsgesetzes enthebe ich Herrn Vizekanzler und Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Dr. Reinhold Mitterlehner, sowie gemäß Artikel 74 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 78 Absatz 2 des Bundesverfassungsgesetzes Herrn Staatssekretär Dr. Harald Mahrer über ihren eigenen Wunsch vom Amte. Gleichzeitig ernenne ich auf Vorschlag des Bundeskanzlers gemäß Artikel 70 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes Herrn Bundesminister für Justiz, Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Brandstätter zum Vizekanzler und Herrn Dr. Harald Mahrer zum Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Für Ihre verantwortungsvolle Arbeit im Interesse der Republik wünsche ich Ihnen alles Gute. Die Mitglieder der Bundesregierung sind aufgrund der Bundesverfassung vor Antritt ihres Amtes vom Bundespräsidenten anzugeloben. Und ich ersuche Sie daher, das Gelöbnis im Sinne der Gelöbnisformel, die ich nun verlesen werde, zu leisten. Sie werden im Sinne des Artikels 72 des Bundesverfassungsgesetzes geloben, die Bundesverfassung und alle Gesetze der Republik Österreich getreulich zu beobachten und die mit Ihren Ämtern als Mitglieder der Bundesregierung verbundenen Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Sie werden dieses Gelöbnis mit Ihrem Handschlag und durch Ihre Unterschrift bekräftigen. Die Signaturen unter diese Angelobungsverträge setzen, also dass die aktuellsten Eindrücke für Sie direkt aus der Wiener Hofburg. Ja, werden jetzt natürlich intensive Wochen, die uns bevorstehen, bis zum 15. Oktober. Das ist ja jetzt der fixe Neuwahltermin, der jetzt auch schon beschlossen ist. Und dass die neuesten Eindrücke jetzt für Sie dieser Regierungsumbildung, also kurzes Lächeln jetzt von Wolfgang Brandstätter, der neue Vizekanzler. Das ist kein Spiel, da geht es wirklich um die Wahrnehmung staatspolitischer Verantwortung und das ist uns bewusst. Sie haben gestern schon gesagt, Sie machen das nur, damit wirklich noch was weitergeht, aber wird das wirklich funktionieren? Wir haben es gestern gesehen, man ist sich nicht mal einig, ob man sich jetzt im Parlament überstimmt oder nicht. Na, schauen Sie, gestern wurde ein Gesetz beschlossen, das vom Außenminister Kurz initiierte Integrationsgesetz, das wurde mit Regierungsmehrheit im Parlament beschlossen. Sie sehen, es geht ja doch und werden wir sehen, was wir da noch zustande bringen, sei es jetzt auf parlamentarischer Ebene oder auch sonst durch eine entsprechende Kooperation. Also ich bin da zwar nicht besonders euphorisch, sicher nicht, aber ich denke, wir werden schon noch einiges zustande bringen und darum geht es jetzt. Und so gesehen kann ich nur sagen, ja, schauen wir es uns an und lassen Sie sich überraschen. Stört Sie das denn überhaupt nicht, dass sich die SPÖ so dagegen gewehrt, dass Sie diesen Posten des Vizekanzlers übernehmen? Aber nein, überhaupt nicht. Mein Gott, man muss schon sehen, das ist letztlich das Ende einer Regierungszusammenarbeit und das geht nicht auch ohne Friktionen, die natürlich auch ins Emotionale hineingehen. Das muss man verstehen. Nein, ich bin da in keiner Weise in irgendeiner Form negativ berührt, dadurch überhaupt nicht. Für mich ist die einzige Frage, und das ist auch genau das, was der Bundeskanzler auch gestern schon gesagt hat im Parlament,
Man soll das, was man begonnen hat, soweit es geht, fortsetzen und erledigen. Und da finden wir uns, und da sind wir absolut einer Meinung.